Hallo, hier ist Christoph für GetKurz.C und das ist ein Hands-on mit dem neuen LG Optimus L3 2, dem neuen Einsteiger-Smartphone, jetzt bereits mit Android Jelly Bean vorinstalliert. Es kommt mit einem Qualcomm Snapdragon Single-Core-Prozessor mit 1 GHz und wie ihr sehen könnt, von der Oberfläche läuft das wirklich auch schon sehr flott und angenehm schnell. Es gibt auch einige Features, die hier LG vorinstalliert hat, unter anderem Quick Memo, das heißt, ihr könnt hier schnell Notizen aufnehmen, Screenshots erstellen oder sonstiges. Ein wirklich praktisches Tool, wenn man schnell mal kurz etwas aufnehmen möchte. Natürlich hat man hier weitere Schnelleinstellungen, kann die Helligkeit regeln oder einfach hier zu den Einstellungen gelangen, die auch von der Ansicht her, von der UI etwas angepasst sind. Ja, gehen wir kurz um das Gerät herum. Auf der Unterseite befindet sich ein Micro-USB-Port. Hier haben wir eigentlich ansonsten keine Anschlüsse. Auf der Oberseite einen Audioanschluss, hier den On-Off-Button und hier den Lautstärkeregler. Auf der Rückseite befindet sich eine 3-Megapixel-Kamera, die auch Videos mit WVGA aufnehmen kann. Ja, an sich ein sehr handliches und kompaktes Gerät und das zu einem sehr günstigen Preis. Das Gerät wird dann im Laufe des zweiten Quartals auf den Markt kommen. Das ist das neue LG Optimus L3. Ich bin Christoph für GetKurz.C und ich sage danke fürs Zusehen. Ich kauf lieber online. GetKurz.C, einer für alles.